Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir starten unseren zweiten Versuch, heute ins Zentrum von Cebu City zu kommen. Alright, alright, alright. Und es ist 9:30 Uhr. Jetzt fahren wir erstmal mit dem Motorrad zur SM Mall und von da aus geht's zu Fuß. Ich freue mich drauf bei wunderschönem Wetter, strahlend blauem Himmel und Sonnenschein. Tolles Wetter, super. So, Motorrad ist geparkt. Arni wartet weiter vorne schon. Ich wollte es hier nur in der Mall parken, damit es auch sicher ist. Schauen wir mal, da hinten ist das Zentrum von Cebu City. Da müssen wir hin. Das ist ein ganzes Stück, sind um die 5 Kilometer zu Fuß. Mein Freund, was ist denn mit dir los? He? Oh. So, das ist hier der Spezialfluss. Schaut mal, da sitzt ein Teddybär. Hier die Brücke zum Überqueren. Hier sind wir, die Arni und ich. Es ist unendlich heiß. Es hat bestimmt 35 Grad, also gefühlte 35 Grad im Schatten. Und, aber wir sind guten Mutes. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Circa 1,5 Stunden müssen wir gehen jetzt. Ich werde natürlich immer mal wieder was filmen. Hier, das ist so ein bisschen Industriegebiet. Mitsubishi Motors, großes Autohaus. Schaut mal, die haben hier ganz schöne Muscheln, was sie hier verarbeiten. Nice. Nice shell, huh? You make this here, madam? You make? No. Ah, but it's... Ah, very nice. Gas. Schön. Die Arne ist schon ganz fit hier. Kein Problem, ja. Da nehmen Sie mal die anderen Filipinas hier ein Beispiel, die läuft und läuft und läuft, ja. Die ist fit wie ein Turnschuh. Auf dem Weg! Da hat es immer noch, kann man nicht ein, gesperrte Zone, Ostzone. Oh mein Gott, it's so green here. Schaut mal diesen riesen Baum hier. Wow. Also langsam wird es hier schon wieder zentrummäßig. Gar nicht schlecht für Lockdown und Quarantäne. Finde ich, geht es hier ganz gut zu. Die Polizia. Süffbach stinkt ohne Ende. Das ist halt, die Abwässer werden hier direkt reingeleitet, die fließen dann ins Meer. Here, fresh food from restaurant, gut. Ja, wir haben es fast geschafft, noch 3 Kilometer, dann sind wir schon da. Ja, das ist eigentlich hier nur die Straße vor und dann links, dann sind wir schon im Osmania Circle. Aber das zieht sich halt noch ein bisschen raus. Und ist das Eck? Tortilla Española, ne? Ja, das ging alles schneller wie gedacht. Um 11 werden wir wahrscheinlich schon auf der Bank sein. Jetzt sind es noch 1,5 Kilometer bis zum Osmania Circle. Und ja, Arnie is quickly. Huh? No problem, no, it's hot, hot weather. No? Warm ist es halt. God alone certifies. Wisst ihr, liebe Leute, ich habe mir komplett abgewöhnt, Deutsch zu denken. Und es ist einfach so, nichts ist unendlich, alles geht einmal vorbei. Und wenn ich pleite gehen sollte hier und meine Zeit auf den Philippinen geht zu Ende, dann gehe ich halt woanders hin und arbeite wieder. Und ich lasse einfach alles auf mich zukommen, versuche relaxed zu sein, bin ja vor 4 Jahren fast gestorben. Und wenn das einem passiert ist, da hat man eine ganz andere Einstellung. Und dann spürt man auch, dass der Tod eher eine Erlösung ist. Und hier, hello sir, und hier auf der Erde unser Leben eher eine Qual. Und deswegen, wir nehmen es einfach so hin, wie es ist. Und wir versuchen einfach positiv in die Dinge, weil man kommt eh nicht drum herum. Und das ganze Geld und der ganze Mist, das alles, ist eh alles eigentlich für den Arsch, wenn man denkt, dass kein Tier ein Geld zum Leben braucht, nur wir bescheuerten Menschen.
Und wir haben uns da eine Geschichte aufgebaut, die auf Dauer sowieso nicht hinhaut, wie man ja jetzt merkt. Und da die meisten Leute irgendwie neben der Kappe sind, dann gehe ich immer einfach mal so easy hin, wie es ist. Und wenn es übermorgen, so wie es im Moment bei mir läuft, nicht mehr so läuft, dann läuft es halt nicht mehr so. Was soll's? Wir sind auf jeden Fall guten Mutes. Ach so, ich habe eine Gesichtsmaske auf. Ja, Leute, da haben wir uns schon dran gewöhnt. Jetzt ziehen wir hier einfach auf. Was soll's? Ja, ist Vorschrift, ist Pflicht, sollte jeder machen. Ja, dann machen wir es halt auch. Was wird denn hier gebaut? Da wird die Straße ganz dicht gemacht. So, Leute, das ist ein richtig guter Slogan. Schaut mal, Life, Learn, Love. So, das kommt uns doch schon hier ganz bekannt vor. Hier haben wir unser Cebu City 5-Star Hotel. Und da vorne ist schon die Fuente Osmeña, jawohl. Oh, she loves banana, oh, she loves banana. Ja, Leute, wir haben es fast geschafft. Allen Umständen zum Trotz. Und das ist es. Ein Sieg gegen die dunklen Mächte auf diesem Planeten. Es lebe das Leben und die Freiheit. Als erstes geht es jetzt auf die Bank, RCBC. Da muss ich ein Geld abheben, schauen, ob meine Bankkarte da ist, was normalerweise der Fall ist. Und dann möchte ich ein Zertifikat, dass ich bei einem Trading-Unternehmen ein Konto eröffnen kann. Da brauche ich nur den Pass und so ein Bank-Billing-Zertifikat. Mal sehen, ob ich das bekomme. Wir sehen uns gleich wieder. Wie in alter Manier, die Fuente Osmeña, Robinson Cybergate Mall und da hinten meine Bank. Angekommen, jetzt geht's schön rein in die kühle Bank, total nass geschwitzt. Also ich krieg wohl meine Bankkarte, aber Geld kann man im Moment keines abheben, weil das System offline ist und auch mein Zertifikat, da müssen wir jetzt warten, bis das Banksystem online geht. Warten hier in der Bank, Geld kann man nicht abheben, der Geldautomat geht auch nicht, weil das Computersystem offline ist. Vielleicht gehackt worden. Wer weiß. So, Bank ist online, jetzt scheint es doch Geld zu geben. Mein Zertifikat, was eigentlich nur ein Ausdruck ist, habe ich auch bekommen. Ich weiß nicht, ob das gilt, um ein Trading-Konto zu eröffnen. Das wird man dann sehen. Das System ist wieder offline. Es gibt doch noch kein Geld. Wir müssen immer noch warten. Aber ich habe das Papier schon mal gekriegt. Und ja, das ist ganz witzig hier. Ja, wir sitzen jetzt hier schon seit über einer Stunde auf der Bank und das System ist immer noch online, offline. Und kurz war es mal online und dann war es aber gleich wieder offline. Und so kann man kein Geld holen, auch nicht draußen am Automaten. Ich habe jetzt zwar eine Bankkarte, aber ich kann kein Geld abheben. Und so warten wir, wenn es bis 13 Uhr nicht online gegangen ist, dann schließt die Bank, dann müssen wir, glaube ich, die Bank verlassen und haben wieder kein Geld. Oh, es hat geklappt, ja, jetzt ist das System doch online und jetzt muss ich die Geheimnummer von meiner Karte ändern. So, wir sind mal wieder hier am Geld überweisen für meinen lieben Herrn Freund. Diesmal in einem anderen Geschäft hier Palawan. So, hier sind wir in unserem Lieblingsrestaurant und wie ihr seht, kann man da ganz normal, kann man erstmal auf Toilette und jetzt gibt es was zum Essen. Ja, wir sind jetzt hungrig geworden, auch durch die lange Lauferei natürlich und jetzt schauen wir mal, was es gibt. Hier Pansit, ein Fisch und Spring Rolls. And is this all, babe? Vegetable. Oh, yeah, that's okay. Yeah, please. So, die Arnie wollte noch einen Fisch, also haben wir ja auch einen Fisch. Gut. So, how much is it? 325. Das ist Katamba, so heißt dieser Fisch, sehr lecker. Oh, Mission erfüllt, meine Medizin habe ich auch bekommen.
Ja, wir haben ein Traumwetter, liebe Leute. Das macht richtig Spaß, hier spazieren zu gehen. Und noch mehr Spaß, wenn man es nicht unnütz macht, sondern wenn es auch einen Sinn erfüllt. Wir haben sehr lecker gegessen. Für 315 Pesos, genau. War wirklich spitze. Und ja, jetzt laufen wir schön langsam zurück bei diesem tollen Wetter hier in Cebu City. Interessantes Gebäude hier auf dem Weg zurück. Da sind wir heute auch schon vorbeigekommen. Miss Army! Ui, schönes Gebäude. It's closed or not? Or what? Or what? Emol! Ist auch witzig. Ist ja immer noch Enhanced Quarantine, aber die Malls haben geöffnet. Ja, halt das gleiche hier mit dem Essen, Supermarkt. Supermarket, Save More and Totten. Wow. Have good cakes, ja? Pharmacy, shocking. But this one is lost. Turk, what is this Turk? Turk, Turks. A warmer, a crepe. The girls. Because the people want to see. Das ist ja auch mal ein feiner Supermarkt. Schaut mal. Wow. Was es hier alles gibt. Wir wollen ja nur ein Gatorade. Boah, das sieht ja sehr gepflegt aus hier. Looks really nice, die Supermarkt. Huh? We drink a Gatorade. Yeah. Sieht ja auch gepflegt aus hier. Schaut mal. Hier im Supermarkt. Huh? Da lacht das Herz, Früchte aller Art, schon frisch zubereitet. Yeah. Also schon wieder ein geiler Supermarkt und ich habe mein geiles Gatorade. Und was trinkt die Army? Oh, gut. Streng genommen ist eigentlich ganz... sind eigentlich nur 3 Stunden zu Fuß zum Gehen. Oh, du Fauler. Und ja... wenn das Wetter natürlich schön ist, wenn es schifft, dann kann das Ganze natürlich unangenehm werden. Aber so bei diesem Wetter, warum nicht? Das ist angenehm, schön. Do you need water? Look here, has a lot. Huh? Hey. Water? We have. Thank you. Water, frisches Wasser im Fluss. Julie's Bakery. And what do they have? Oh, they have yummy, yummy, yummy. Gut, eine Knarre zu haben zur Sicherheit. Ja? Start. Oh. Nagitsaganahang magpahilabot kay Kapoy kay Singilang sa Flamingo Drive. Sa umatim sa kadako. Ja, schöne Nüsse und am Brathändl. Tuk, tuk, tuk! Sianang Arni. Your church, no? Oh! Schaut mal, diese Slicks an, Formel 1 Reifen, oder? Schaut mal diesen wunderbaren Baum an. Oh, oh, wir haben hier gleich ein paar Freunde gefunden, hier mit dem Elektromobil. Gut, Schulen immer noch geschlossen hier. San Nicolas Elementary School. Ja, schaut euch mal die tollen Farben an. Boah, das Rot! Ich liebe die Feuerwehr. Oh, oh, Feuerwehr. I like this Feuerwehr. Isuzu. Wow, geil, geiles Auto. This is not the fireman, no? Only transport, but very nice color. Einfach toll mit dem blauen Himmel und diese Motive hier in Cebu City.
Und der Arnie gefällt's auch. Do you like it, Arnie? Huh? You never walked so much in your life. Huh? Yeah. Holzhandel hier. Ah, gibt schöne Hölzer. Body Fit Gym, aber natürlich geschlossen. Ganz da hinten ist die Brücke, da müssen wir dann links. So, wir kommen der Sache näher. Schau, da hinten schaut schon der Turm raus. Oh, schön, ja? Tolle Sachen hier zu sehen. Ich finde das einfach genial hier. Schaut mal, Wahnsinn, oder? So ganz typisch asiatisch. So, die Leute, das nennt man Social Distancing. Hello! Ja, Leute, das sind halt die Philippinen, ja? Mal abgesehen von diesem spektakulären Wetter, das wir hier meistens haben. Aber die Leute sind einfach freundlich. Ich habe mich gerade mit ein paar Militärs unterhalten. Und weil ich gesagt habe, mir gefällt die Landschaft so gut. Und das ist einfach toll, das macht einfach Spaß hier. Das ist, weil ich hier bin, warum ich hier bin. Ja, das sind die Philippinen. Und mit diesem Video möchte ich euch noch ein paar Eindrücke vermitteln. Es ist einfach toll. Jeder ist easy drauf. Und es gibt überall Sachen zu kaufen. Ja. Jeder hat sein Motorrad oder ein Fahrrad. Das kommt jetzt auch ganz groß in Mode. Hello. Und es gibt überall Apotheken. Leute, was haltet ihr davon, wenn der Präsident die Quarantäne ausgerufen hat und es interessiert halt einfach keinen mehr? Es will keiner mehr wissen. Es ist jedem einfach Schnurz, Piep, scheißegal. Das sind die Philippinen. Das ist das, was wir hier so lieben. Schaut mal diesen tollen Ton da hinten an. Interessant. Hallo. Manzanitas, hier also. Toll. Das ist ja dieses Ding, wie Arnie sagt, das ist eine Kirche. Schön. Ist halt brutal heiß, Leute. Aber was soll's. Wir sind ja gewöhnt, die Arnie und ich. Wir wollen zu dieser Kirche. Wohin? Andere Seite? Oh, jetzt passt mal auf, liebe Freunde. Hier, schaut. Jetzt müssen wir hier. Schein, Señor San Roque. Wow, das ist ja geil. Ja? Durch Zufall entdeckt. Schaut den Himmel, schaut immer diesen Himmel an, liebe Leute, dann seid ihr immer richtig. Der Himmel ist der absolute Hammer hier. Das werde ich jetzt ungeschnitten, werde ich das so weiter. Boah, ist das der Hammer. Boah. Schaut mal. One meter distance, babe. This property is... Was macht denn da schon wieder die Arnie? What is doing Arnie? Hm? Jesus, no, this is Joseph. Wahrscheinlich privat. Besichtigung ist nicht möglich, da geschlossen. Schade. Die Kirche ist im ersten Stock, da waren wir natürlich nicht, da ist geschlossen. Die neueste Erfindung, liebe Leute, das ist gleichzeitig ein Sitz und auch eine Toilette. Ja, werde ich patentieren lassen. So. Gut, hello, how much is the banana? 15 pieces. Will we take some? Yes. Schaut, dass diese leckeren Zuckerbananen, karamellisierten, macht man aus diesen Hochbananen, aus den Saba. Weiß. Ah, schön, wie die hier am Fluss leben. Schön. Ah, wie so diese Gegensätze aufeinandertreffen hier auf den Philippinen.
Das ist schon unvorstellbar. Ha? Arnie will nicht mehr, die wartet auf mich jetzt. Ich hole das Motorrad und dann hole ich sie ab, weil wir müssen ja dann in diese Richtung da. Ja, liebe Leute, das war spitze heute. Uns hat es einen Riesenspaß gemacht. Wenn euch auch, dann bitte Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Ich liebe euch alle. So, mal ohne Gesichtsmaske, euer Uwe. Wir sind hier bestimmt heute 10, 15 Kilometer zu Fuß gegangen. Das war spitze. Zu Fuß gehen ist super. Und das alles mit diesen Schuhen hier. Schaut. Ha, fantastisch. Bei 35 Grad im Schatten. Tschüss, euer Uwe. Es ist auch ein erhabenes Gefühl, wieder zurück zu sein. Das war anstrengend. Mir tun die Füße weh. Oh mein Gott. Hier, da steht das Motorrad. Schön aufgewärmt jetzt von der Sonne.